Du hast ein geniales Wissen, das du endlich in die Welt tragen willst. Du möchtest dir eine coole Community aufbauen mit Menschen, die dir wirklich am Herz liegen und die dir regelmäßig ein passives Einkommen bescheren. Willkommen beim Community Podcast mit Maike Hohenwarter. So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Community Podcast. Und ich bin da hier jetzt gerade in so einem schönen Garten. Da hinten sind Pferde. Ja, und worüber ich heute mit dir reden möchte, das ist, dass eine Community komplett plattformunabhängig ist. Also mit dieser neuen Plattform, mit der Software ist cool, wobei so neu ist sie ja gar nicht. Sie gibt es jetzt auch schon fast 2 Jahre, aber jetzt ist sie halt in den deutschsprachigen Raum rüber geschwappt. Und damit, ja, nimmt School irgendwie so quasi fast ein Monopol ein und sagt, wir sind Community. Und ich sage, das ist nur eine Plattform, genauso wie Facebook nur eine Plattform ist oder Mentor-Tools oder alles, was da noch kommt. Ich weiß von einigen deutschsprachigen Plattformen, die dieses Jahr noch starten werden. Und das ist alles toll und das sind alles tolle Hilfsmittel. Aber ich mache Community seit über einem Jahrzehnt. Und ich sage, Community hat überhaupt nichts damit zu tun, auf welcher Plattform du bist. Und das ist die wichtige Nachricht. Ja. Natürlich ist es immer gut, wenn du tolle Tools hast, damit du mit deinen Leuten kommunizieren kannst. Das ist keine Frage. Und es ist toll, dass es da so viele tolle neue Tools gibt. Aber in Wirklichkeit hat es ja Community auch schon offline gegeben. Und tatsächlich hat es ja Community schon gegeben, lang bevor es überhaupt das Internet gegeben hat. Community hat es gegeben, solange es uns Menschen gibt. Also wenn man das so früher durch die Savanne geschritten ist, dann war man wohl beraten, dass man in der Community gegangen ist. Weil alleine war man der Fraß für die Löwen oder Säbelzahntiger oder was es da sonst noch alles so gab. Also das heißt, Community war schon immer wichtig. Und wir hatten auch immer schon eine große Angst, eben aus dieser Community ausgeschlossen zu werden. Weil es eben so wichtig ist, drinnen zu sein im Schutz der Gruppe. Und Community ist aber nicht nur Schutz, Community ist einfach auch Austausch. Und diesen Austausch, den hat es schon immer gegeben. Das große Problem, was es vor dem Internet gab, das ist einfach, wenn du irgendwo in deinem Bergdorf gesessen bist, wenn ich zum Beispiel denke, in Bali, wie ich jetzt war vor letzten Monat, wenn man da so durch Bergdörfer gefahren ist, so Straßendörfer, ich bin mir sicher, viele von den Leuten sind noch nie weitergekommen als vielleicht zum Nachbarort. Und was ist, wenn die ein besonderes Interesse haben, wenn die besondere Bücher gerne lesen, ein besonderes Hobby haben? Die sind einfach einsam. Die haben niemanden, der das mit ihnen macht. Ja? Und das hat eben das Internet so toll bewirkt, dass uns eben immer nur, also die Sprache ist halt wichtig. Ja? Also wenn du Deutsch sprichst, dann suchst du halt eine deutschsprachige Community, sonst kannst du dich nicht anders verständigen. Aber deutschsprachige Leute gibt es im ganzen Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und deutschsprachige Leute gibt es sogar weit ab. Also ich bin jetzt hier gerade auf Ibiza zum Beispiel, gibt es jede Menge deutschsprachige Leute, in Lateinamerika, in Asien, egal wo. Es gibt viele deutschsprachige Leute und im Internet ist es ja wurscht, wo die Leute sitzen. Das ist eben diese tolle Sache. Und das heißt, da redet man auch von Short Tail und Long Tail. Da gibt es von Kevin Kelly einen Blogartikel aus dem Jahr 2008, der da immer gerne erwähnt wird. Also wenn du dir das vorstellst, Tail ist der Schwanz und Short Tail, das ist einfach ein aufgestellter Schwanz. Also wenn du dir das auf einem Graphen vorstellst, eine kurze, starke Kurve. Ja? Und dann gibt es eben das Long Tail, das ist eben ein liegender Schwanz. Und ich stelle mir meinen Dinosaurier vor, aber was auch immer für ein Tier. Das heißt, es gibt keine kurze, starke Kurve, sondern es gibt eine lange, seichte Kurve. Und der Kevin Kelly hat das eben so erklärt, dass heute nicht mehr eben nur diese Peaks, wo plötzlich viele Leute etwas wollen, gibt, sondern es gibt etwas, wo langfristig viele Leute etwas wollen. Und wenn du heute eine Community starten willst, zu den verrücktesten Themen, zum Spitzenklöppeln, zum Sockenstricken, zum, ja, was auch immer, sich verkleiden als Batman, egal was auch immer dir Lustiges einfällt oder was du eben gerne machst, du wirst dir Leute finden, weil du eben nicht mehr diese Spitzenkurven brauchst, sondern nur diese kurzen Kurven. Du brauchst nur weit hinausschauen, ja, und eben nicht in deinem Bergdorf, jetzt wahrscheinlich lebst du in keinem Bergdorf, aber nicht nur irgendwie in deiner unmittelbaren Umgebung, sondern du kannst ganz, ganz weit hinausschauen und wirst auf jeden Fall Leute finden. Und das ist das Geniale heute mit Community, ja, dass du auf jeden Fall Leute findest, die gleichen Interessen haben wie du. Und das ist eben das, was wir suchen. Wir suchen Leute, mit denen wir reden können über das, was uns interessiert, was uns begeistert, wo wir besser werden wollen. Und das kann man heute mit diesen Communities online machen. Das konnte man früher nicht. Da war man der seltsame Vogel, dann so irgendein schräger Vogel, wenn man irgendeine besondere Idee gehabt hat von etwas, wenn man der einzige Autor war im Ort, was auch immer. Und heute kannst du dich verbinden auf der ganzen Welt mit Menschen. Und dazu gibt es tolle Tools. Aber das Wichtige, die wichtige Botschaft,
Botschaft hier in diesem Podcast für mich und jetzt speziell in dieser Folge ist einfach, dass Community hat nichts zu tun mit Tools. Es gibt bessere Tools, es gibt schlechtere Tools, aber die Idee der Community ist einfach, Menschen zu vereinen, die das Gleiche interessiert, die gleiche Reise vor sich haben oder auch vielleicht schon hinter sich haben, die gleiche Mission haben, die gleiche Vision haben, die gemeinsam etwas bewirken wollen. Und das ist Community und das ist total plattformunabhängig. Also, wo auch immer du deine Community vielleicht aufbauen willst, es geht nicht um das. Natürlich kann man technisch auch drauf schauen, aber Community ist viel, viel, viel größer als irgendein School oder Facebook oder was auch immer. So, und wenn du jetzt sagst, eine Community, das ist genau das, was ich auch schon immer haben wollte, dann komm doch in meine Community-Formel. Das ist nämlich meine Community, wo ich dir zeige, wie du deine Community aufbaust. Und wenn dir dieser Schritt noch zu groß ist, dann komm doch gleich mal in mein kostenloses Online-Training und hör dir noch mehr darüber an, wie du deine Community aufbauen kannst. Wir sehen uns!